Jetzt geht's wieder einigermaßen. Ja. Ich darf sogar sowas nicht sagen. So, hier auf jeden Fall die Eishalle, wo anscheinend nichts Besonderes drin ist. Oder ich das einfach nur übersehen habe. Und hier die Turnhalle mit einem Loch in der Wand. Jawohl, jetzt stehen wir wieder andersrum da. Das ist ganz famos. Zum Glück habe ich noch ein paar Folgen auf Vorrat. Weil sonst wüsste ich echt nicht, was ich machen soll, wenn ich hier bei zwei oder drei Frames spiele. Und ja, ich wüsste echt nicht. So, dann hier sind nur die Umkleidekabinen. Und hier eine riesige Turnhalle bei einem Frame mit zwei Toren und sogar Stangen hier an der Wand. Und ich gehe mal nicht davon aus, dass wir hier nachher noch rein müssen. Und ich finde das krass, was das für ein Aufwand ist, der hier nur für den Weg hier, ne? Nur für den kleinen Weg hier ist so ein Riesenaufwand gemacht worden, die Turnhalle hier zu bauen, die Eishalle hier zu bauen, die Lags hier mit zu programmieren. Und an der Stelle, ich meine, du hast es mit der Leiter am Anfang gemacht, dass wenn man sich hoch teleportiert, dass man dann den Score verpasst. Das hätte ich hier an der Stelle eigentlich viel besser gefunden, wenn du einfach die Truhe innen platziert hättest. Ne, also so sieht man sie ja von außen. Und wir folgen weiterhin dem roten Weg. Und Bergbaumuseum. Jawohl, da müssen wir hin. Und ich bin mir jetzt unsicher, wenn ich jetzt in ein anderes Programm reingehe, also mit Alt und Tabulator, was dann passiert, also ob dann Minecraft aus dem Fullscreen-Modus rausgeht oder nicht. Und ich habe eben die Befürchtung, dass es dann aus dem Fullscreen-Modus rausgeht und dann bricht die Fraps-Aufnahme ab und also sie unterbricht für eine ganz kurze Zeit. Und das will ich einfach nicht riskieren. Deswegen werde ich es jetzt erstmal noch lassen. Und deshalb mit Lags weiterspielen. Ah, okay, jetzt müssen wir hier über die Lava drüber springen. Wichtig, spiele ab jetzt auf normal oder einfach. Okay, das werden wir tun. Auf einfach. Damit wir langsamer sterben. Nimm einfach etwas mit Reserve für tot lassen. Und ich habe mir das ja gerade schon mal angeschaut. Und ich sehe da vorne eine Endertruhe. Und hier auch. Heißt also auf gut Deutsch, wir müssen uns gar keine Reserve lassen. Wir nehmen, ja, ich sag mal, drei Stacks Redstone werden schon reichen. Ein Diamantschwert, ne, zwei als Reserve und den Score mit. Und hoffen dann, dass hier jetzt alles, was wir hier drin haben, in die Truhe passt. Ach komm schon. So. Ja gut, die Aufgabe 2 Bücher brauchen wir eigentlich gar nicht mehr. Sondern, was heißt sondern? Also werfe ich sie jetzt einfach mal hier weg und schlaf dann ganz kurz nachts. Oh, da werde ich selber schon fast ein bisschen müde. Und ich finde es toll, dass wir bei 60 Frames schlafen können. Und dann bei viel weniger Frames Jump'n'Runs machen. So. Ich warte einfach die Lags ab und dann springe ich. Es ist so konstant bei 60. Ich werde einfach mal springen, dann falle ich bestimmt runter. Ja, siehst du, Lags schon wieder, wenn ich springen will. Das ist doch zum Kotzen. Jetzt habe ich es endlich mal gesagt. So, ich weiß noch nicht, was jetzt hier passiert, aber es scheint irgendwas Gutes zu sein. So, und wir sind auf der anderen Seite, schalten auf Nacht und schlafen gleich wieder, damit wir hier drüben wieder spawnen. So, dann holen wir uns unser Zeug wieder hier. Und ich hoffe einfach wirklich mal, dass ihr das nicht ganz so krass seht, weil ich nehme hier jetzt mit 60 Frames nämlich auf. Und ich hoffe einfach mal,
dass wenn es abstürzt auf 40 oder sowas, dass ihr das nicht seht. Ja, das lasse ich jetzt hier einfach mal so ungeordnet. Stärke, Regeneration und Schnelligkeit, das kann ich ja jetzt hier mal hier lassen. Und es kam noch nichts, dass wir wieder umschalten sollen auf Peaceful. Deswegen packe ich mir jetzt hier noch die Äpfel ins Inventar. Und wie gesagt, ich hoffe einfach, dass ihr das nicht so merkt. Und hoffe ich einfach. So, den Schalter haben wir schon aktiviert. Das Redstone jetzt auch eingesetzt. Ich hoffe, du hast das Schwert mitgenommen. Ja, natürlich habe ich das Schwert mitgenommen. Ich habe sogar zwei Schwerter mitgenommen, zur Sicherheit. Ach du Scheiße. Sind es Zombies oder Zombie-Pigmen? Ach. Wo muss ich eigentlich hin, frage ich mich. Na, Alter. Entschuldigung, aber. Ja, jetzt super, jetzt muss ich meinen Namen wieder aufschwärzen. Oh Mann. Dann. Ja, natürlich liegt mein gesamtes Zeug jetzt da drin. Hättest du vielleicht auch hier sowas wie ein Safe machen können? Und so, nee, sorry, aber ich will mein Zeug wieder haben. Und es ist vielleicht auch ein bisschen zu oversized, wenn du da so viele Spawner drin hast. Also ich meine, ich will jetzt hier nicht so derjenige sein, der dich, der sagt, ah, das darf auf keinen Fall zu viel sein und sowas. Aber ich finde es dann echt schon ein bisschen oversized hier, ne? So. Nach dem Frameabbruch geht's weiter. Da hinten sind noch Sachen von mir. Aber wenn du hier vier Spawner hast, das würde noch gehen. Aber hier hinten dann noch hier sechs Spawner, acht Spawner, zehn Spawner, ist dann vielleicht ein bisschen viel, ne? Und ich meine, nur ein Diamantschwert, keine Rüstung oder sowas, da greifen dich, keine Ahnung, zwei oder drei Zombies auf einmal an. Zwei oder drei Zombies auf einmal an. Dann noch, ja gut, das ist jetzt nur bei mir so. Die Lags dazu. Und nee, es geht dann einfach nicht. Gut, man hätte die Tränke vielleicht noch hernehmen können. Aber überleg mal, wenn du da reingehst. Nee, ich denke, das dauert einfach zu lang. Also ich kann es ja nochmal ausprobieren. Oh, hier ist noch eine Kiste. So, nochmal hier runter gehen. Tja. Dann probiere ich es jetzt einfach nochmal hier. Wenn ich einfach nur hier drin stehe, was dann so. Alter, hier spawnt gleich was. Und hier drei Zombies auf einmal. Und rennen, rennen! So, mit 2,5 Herzen gerade so durchgekommen. Aber auch nur, weil davor schon nichts gespawnt ist. Ach du Scheiße, jetzt kommt hier auch noch ein Zombie hoch. So. Wahrscheinlich hätte man es mit den Tränken irgendwie lösen können. Wenn man davor, keine Ahnung, was weiß ich, alles getrunken hätte. Und wir sind am Ende. Also nicht am Ende, sondern am Ende von der Map. Und ja, dann legen wir jetzt hier erstmal unser ganzes Zeug, das wir nicht gebraucht haben, beziehungsweise eigentlich gebraucht hätten, ab. Den Score behalte ich nochmal ganz kurz im Inventar. Hier ein Lapis-Lazuli-Block. Ende. Score. Ah ja, gut. TNT und Redstone-Fackeln werde ich nicht benutzen. Denn
Also, es ist meine Meinung, ihr könnt es jetzt natürlich sehen, wie ihr wollt, aber das ist, würde ich sagen, dem Zombie vorbehalten. Der macht es schon seit Ewigkeiten so und ich will es jetzt nicht nachmachen. Wir können uns hier derweil das Ende anschauen. Vielen Dank für das Spiel meiner Map. Ich hoffe, sie hat dir gefallen und du kannst mit Verbesserungen, kannst mir Verbesserungen nennen. Score? Der Score war 22. Oh. Da haben wir ja einiges übersehen. Beziehungsweise habe ich, weil ihr könnt ja nichts dafür. So, dann schauen wir nochmal ganz kurz hier. Ist auf Peaceful gestellt jetzt neuerdings. Und dann gehe ich in den Creative Modus. Denn das beziehe ich jetzt einfach auch mal auf mich, dass ich auch ein bisschen Verbesserungen sagen kann. Und dann fliege ich nochmal ganz kurz, also fliege ich, nicht fliege ich, nochmal ganz kurz hier hinter. Mit sagenhaften 13 Frames. Wie gesagt, die Truhe hier könntest du anders machen. Die würde ich an deiner Stelle reintun, wenn du es ja, ne, auch am Anfang die Leiter ein bisschen gemein platziert hast. Dann, wo geht's denn hier in das Riesengebäude rein? Und die Frameabbrüche, also die stören schon extremst. Ah, hier geht's hier rein. Dann schauen wir uns das auch noch mal ganz kurz an. Und bitte verzeiht mir, wenn ich das eine oder andere Gebäude übersehe. Ne? Aber ich bin jetzt hier eigentlich auch schon ein bisschen angefressen, weil es hier die ganze Zeit so blöd laggt. So, hier in den Truhen ist nichts. Dann hier sind noch Türen. Und wo geht's denn hier hin? Zum nächsten Frame-Einbruch. Ich hab's mir schon fast gedacht. Ah, und hier kommt man auch von hierher hoch oder geht's da runter? Ne, da geht's auch hoch. Also so wäre man reingekommen. So, dann waren wir in dem Haus da drüben, waren wir noch nicht. Villa. Ja, es ist schon gut eingerichtet. Und vor allem, also gut eingerichtet ist es jetzt nicht. Es ist kein Haus eingerichtet. Da mache ich dem Map-Ersteller hier, Mr. CrobyLP, auch überhaupt keinen Vorwurf. Das ist nämlich echt viel Arbeit und mit Minecraft fast nicht möglich. Ohne irgendeine Modifikation. Die Bediensteten wohnen hier unten. Wir haben eigentlich auch viel Platz. Ja, hier lebt es nicht schlecht. Ist sehr geräumig alles. Gut, waren wir hier drin? Nee, hier drin waren wir auch nicht. Aber zum Glück können wir es von oben anschauen. Hier ist nichts Wichtiges eigentlich. So, hier drin waren wir. Und was ist das für ein Turm hier? Tower of Lags. Alter, ne, wenn die Aufnahme hier vorbei ist, dann werde ich meinen Computer erstmal so verprügeln. Also, verprügeln ist. Ich will jetzt hier nicht irgendwie gewalttätig wirken oder sowas. Aber es geht echt nicht. Die Truhen sind leer. Hier ist jedes Stockwerk ein bisschen anders eingerichtet. Finde ich eigentlich auch ganz ein ganz lustiges Detail. Das kleinste Haus der Welt. Ja, ist klar. Vielleicht die kleinsten Wohnungen der Welt. Und Alter. Ganz ehrlich, du machst so einen riesen Aufwand. Holzhütte. Ja, stimmt. Aber wirklich, du machst so einen riesen Aufwand. Und dann nur so eine kleine Story. Also ich glaube ich an deiner Stelle würde auch die anderen Häuser ein bisschen noch mehr einbinden. Weil sonst habe ich ja eigentlich 3/4 von der Map einfach nur umsonst gebaut. Einfach nur so gebaut, dass sie da sind. Da schauen wir gleich hin. Zuerst lesen wir hier die Schilder. Neue Angebote. Diamanthose für nur 24,99. Die Rose für den Mann 2,99. Einmal Eisenbahn heute gratis.
Nur von Januar bis Februar 2013. Okay, dann ist es also schon vorbei. Und wo geht's hier hin? Geht's hier etwa ins Holzhaus? Das ist ein Geheimtunnel zum Holzhaus. Ich glaube schon. So, dann waren wir da noch nicht drin und ich glaube, das ist auch das einzige Haus, wo wir noch nicht drin waren. So. Ja gut, ist auch sehr spartanisch eingerichtet. Dafür aber mit Pools. Nicht schlecht. So, dann wollen wir noch ganz kurz hier hinten über die Brücke schauen. Okay, da hinten denke ich mal, geht's nur zum Ende. Und wo geht's da noch hin? Zu noch mehr Viechern? Zu einer kleinen Minecart-Strecke, die wohin auch immer führt. Ist das eine Geisterbahn? Also ich hole mir jetzt nicht extra ein Minecart, ich kann es ja auch einfach so entlang laufen. Also von der Seite sollte man nicht reinfahren. Tatsächlich ist es eine Geisterbahn. Ist cool gemacht. Ist echt cool gemacht. So, und dann schauen wir noch rein, wo es hier hinten hingeht. In den Bahnhof sieht es aus. Sieht echt aus wie ein Bahnhof. Ach so, das ist wahrscheinlich der Bahnhof für die Geisterbahn. Okay. Dann war es das, denke ich mal. Jawohl, dann fliege ich nochmal ganz kurz zu dem Smiley rüber, den ich davor noch nicht gesehen habe. Und ja, dann muss ich einfach nochmal sagen, ganz herzlich Entschuldigung beim Map-Ersteller, bei Dings Mr. Krobi LP. Einfach für die ganzen Lags, die ausgerechnet bei seiner Map gekommen sind. Und es geht einfach nicht, es geht einfach nicht. Gestern bei Magic Jumps hatte ich so viele Frames, überhaupt keine Frame-Einbrüche. Da habe ich glaube, eine Stunde lang oder sowas wirklich lagfrei aufgenommen. Und jetzt lag's die ganze Zeit. Ich habe keine Ahnung, ich habe keine Prozesse im Hintergrund offen und nix. Ich werde mir wahrscheinlich nach dem besseren Arbeitsspeicher auch noch Optifine holen müssen und dann auf den niedrigsten Einstellungen laufen lassen. Einfach, dass alles ein bisschen schneller geht und nicht so viele Lags drin sind. Aber mit dem Blick auf den Smiley verabschiede ich mich von der Map, die wahrscheinlich auch ein Zweiteiler geworden ist. Und ja, ich kümmere mich jetzt erstmal um meine Frames, wo die denn abgeblieben sind. Und ihr schaltet hoffentlich auch wieder bei der nächsten Folge von Let's Play Your Minecraft ein. Und ich sag bis dahin.